Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge. Zusammen mit meinem Gegner oder bester Kollege, dem Justin. Challenge mit dem Chrissy. So. Ah ja. Kurz mal alle die Leute den Ohren weggezogen. So. Jo. Wir sind wieder mitten im Livestream, Oh Mann, ey. Ich bin schon wieder drauf, sorry. Einige Leute haben mir in die Kommentare geschrieben oder mich angeschrieben, ob der Herr Kollege nicht immer das Mikrofon zerlegen kann. Tut mir leid an den Kollegen, das wird wahrscheinlich in dem ganzen Projekt niemals mehr passieren, außer ich brauche eine Stimm-OP, dann kann es sein, dass ich dazu nichts mehr mache. Also wie gesagt, am Mainstream kann man sich die ganze Zeit erfreuen. Da gibt es eigentlich keine Minute, wo man sich nicht dran erfreuen kann. Oder? Crazy. Was? Oh Scheiße, das tut mir aber leid jetzt mit dem Ball. Oh, das tut mir leid wegen dem Sound. Paulus, mein Guter, mein kleiner Wille. Spaß. Wie geht's, wie steht's? So. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so richtig machen soll, muss ich sagen. Eine Sache ist auf jeden Fall heute schon mal, Leute. Lasst mich aber da überraschen. Wir wissen auch noch nicht alles, aber wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Auf jeden Fall eine kleine Sache, worüber ich mich schon ziemlich freuen würde. Und jetzt freue ich. Danke, Chrissy, dass du dich einfach stumm stellst. Hättest du mir ruhig Bescheid sagen können? Was? Dass du dich stumm stellst. Ich hab mir jetzt nicht stumm gestellt. Liegen die da wie ein Häufig drin. An alle Bürger, heute um 15 Uhr findet eine Maschinenvorstellung statt. Aha. Ich war frech. Hallo, der Channel eigentlich schon wieder frech. Paulus. Ja, ja. Ist doch so, weil er eindeutige. Ja, ja. Schreib's gerne mal in die Kommentare, was. Ja, er ist immer frech. Ich bin gar nicht frech. Herr Kollege, ist ein Slice. Was, um 15 Uhr soll man beim Ding sein? Nee, ich hab gesehen um 16 Uhr. Gar nicht, genau. Um 15 Uhr steht da, bist du dumm? Nee, 16. 15 Uhr? Junge, ich wollte dich nur verarschen, Mann. Mich kannst du aber nicht verarschen, weil ich nicht dumm bin wie du. Sag mal! Jetzt muss aber nicht frech. Ich muss wieder kurz erwähnen, die Kollegen da, die nehmen jetzt immer so ernst, wenn ich was sag. Bitte nimmst das nicht zu ernst, das ist nur Spaß. Oh, ich nehme das ganz doll ernst hier. Das ist die ernste Sache hier, Spaß. Alles gut, Leute. So, Leitland, dann gehen wir uns einmal wieder die 12 Millionen aufs Konto überweisen. Was ist denn jetzt los? Dein Chasing B liegt so in den Wald. Das ist nicht so schlimm. Was? Nichts. Was hast du jetzt gerade gemacht? Alles gut. Wenn ich irgendwas herausfinde, was du gerade gemacht hast, ich wäre. Alles gut. Stream, ich sag nichts. Was hast du mit meinem Chasing B gemacht? Nichts, Junge. Aber ich bin wieder erstmal drauf reingefallen bist. geil. Oh Mann, ey. Leute. Oh Mann, nicht mal vorhanden. Oh Mann. Wie gesagt, wenn's, Paulus, jetzt mal eine kleine Sache dazu. Wenn ich wirklich Hardcore-Realismus mache, würde ich auch ordentlich erfahren. Nur dieses Projekt. Nicht ganz so gut wie. Wer hat noch 15 gemacht? Ich kann wirklich Geld verdienen. Und deswegen muss ich da auch, da setze ich jetzt mal kein Wetter drauf, wie ordentlich ich fahre, muss ich sagen. Aber ich verstehe schon, dass das. Natürlich fahre ich nicht in echt mit dem LKW kreuz und quer. Ja, ja. Logisch. Das wird die bei mal, dir nicht. Das wäre ja bei dir nicht zu sicher. Weil so wie du da in-game fährst. Weil wenn so wie du da in-game fährst, dann ist aber. Justin? Hm? Achso, ich gedacht, ich hab schon wieder einen falschen Knopf gedruckt. Silan.
Silage-Profi. Ah ja, da bin ich nicht so sicher. Ey, Leute. Alter. Bin ich auch nicht so sicher, weil wenn so wie du fährst. Ja, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Alle gegen einen LS-Profi, schreib's gerne in die Kommentare. Unfassbar. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. In seiner Beziehung und dann ist er so ein 31er. So ein 31er ist das. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen netten Feedbacks, für die ganzen Likes und ja, einfach vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich wird sich der Kollege wahrscheinlich auch bedanken wollen, weil ihr lasst beinahe immer die Bewertung da. Herr Kollege. Ah, jetzt redet er nichts. Jetzt ist er zu eingebildet. Nee. Naja. Wie kommst du denn drauf? Ich komm gar nicht drauf. Du bist irgendwie heute so leise, warte. Bin ich wirklich so leise? Ab und zu bist du normal und dann bist du wieder ganz leise. Ja, dann geh mal auf den Discord und mach mal mich lauter. Du kannst mich ja lauter schalten. Wenn du linksklick oder rechtsklick. Ich hab die schon auf 130. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, nur was muss er auf 200. Dann hau ich dir so um die Ohren. Ah ja. So, dann gehen wir jetzt einmal das eben kurz schauen. Übrigens, welche Beziehung hast du denn so aufgebaut? Ich hab Chris ein paar Tipps gegeben für seine Beziehung. Ah ja. Paulus. Ja, Junge, sag doch nicht noch, ah ja, Alter. Deine Beziehungstipps da. Ich hab die wertvolle Tipps gegeben. Mhm. Paulus macht mir große Augen. Ja. Weiß auch nicht, ob der Chris das öffentlich sagen möchte, oder ob das unter uns bleiben soll. Alles eine Kumpel. Nein, das war sowieso schon ein Stream. Ich bin nix da. User was mood. Oh ja, was ich noch sagen wollte, ich gehe auch ein riesen Dankeschön an Chrissy raus. Er hat nämlich eine anders komplizierte, aber gleich auch geile Preisliste für CSU gemacht. Ich zeig's mal kurz. Wer? Du! Zeig's mal kurz die Preisliste. Das ist insane. Komm, öffne schneller. Boom. Ja, Leute, wie gesagt. Oh Mann. Ja, Digga. So, auf jeden Fall hier sind die ganzen Kostenübersichten hier von den Auftragungen 2020. Hier sind Feld- und Wiesenaufträge, hier sind die Maschinen zur Miete, wenn sie Maschinen vermieten. Hier drüben ist eine Ertragsrechnung, genauso wie die Ertragsrechnung von der Frucht. Dann sind hier Forstaufträge, dann sind hier Transportaufträge, Ballenaufträge, all mögliches ist hier. Thüringer Höhen BG, Alter. Die sind zwar in Geisesberg, aber scheiß drauf. Du kannst oben die Map einstellen, was du für eine haben willst. Ja, was ist für eine Map? Oben, da gibt's irgendwo zum Auswählen. Ach, hier Kartenauswahl. Ja, moin. Hä, ich will meine Karte. Sag mal. Hast du einen Arsch auf? Ach, scheiß drauf, auf jeden Fall habt ihr es jetzt gesehen. So. So, Leitlan, jetzt ist da wieder was. Dankeschön, haut gerne die Herzchen dafür raus für Chrissy. Und ja, da bin ich auf jeden Fall. Jetzt hier weiter. Bäh. Bäh. Junge, hast du gerade einfach. Bäh. Na, ihr Bäh. Soll ich Preise machen für den fürs Lohnunternehmen? Kannst du? Und warum ist. Das ist dunkel bei mir, ich kotze dir ab. Von mir aus kannst du Preise machen, das ist kein Problem. Paulo, schickst du die mir rüber? Am besten in der Word-Tabelle oder Excel-Tabelle. Kannst du machen, kein Problem. Nur weh, du ziehst mich auf. Paulus. Liebe Grüße gerne nochmal an den Paulus aus, Hey, Paulus, wir machen aber extra teure Preise für dich, weißt du? Hallo. Was? Hast du nichts gehört? Wir doch, doch, du hast gesagt, er soll extra teure Preise für mich machen. Boah! Wow. Fetter Leck, Junge. Ey, Alter. Der Baum hier nervt mich überhaupt gar nicht. Nee, nee, nee.
So, Dalle. Jo, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche hinter euch. Wow. Synchro und ich fahre gerade über die Straßen um die Kurven. Ich werde mir gleich so irgendwo reinschmeißen. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Und ja, heute ist natürlich wieder Sonntag. Mittag, 12 Uhr. Ja. Heute ist Sonntag, genau, richtig. Und Christi, was hast du denn heute so Schönes gemacht? Hau mal raus, Menjung. Aua, also am heutigen Freitag. Ja. Und zwar ab das schöne Wetter ausgenutzt, den Rasen zu mähen. Oi, englischer Rasen, Junge. Darf auch nicht ein Millimeter zu... Oh, scheiße, es ist 15 Uhr. Das wo müssen wir hin? Das wäre ein Hilfreise auch. Wo müssen wir denn hin? Echt Leben, aber jeder hat gleiche Berechnung. Keiner wird vorgezogen. Ja, mach das so. Das würde mich sogar relativ gut mal interessieren, wie die Realismus ist. Ich weiß ja auch nicht alles aus Realismus. Es ist 15 Uhr, scheiße. Wir müssen mal zum Eluga. Ja. Herr Kollege, warten Sie auf mich. Nee, die schon mal gar nicht Spaß. Ah ja. Dein Beifahrer. Hat dein Gerät Beifahrer? Okay, ich bin schon da beim LU. Willst du mich ja nicht verarschen, oder was? Warte kurz, ich komme. Warte. Achso, um 16 Uhr hat er geschrieben. Wow. Nein, nicht durchtappen. Hör auf, Justin. Würde mich wirklich mal interessieren. So, dann machen wir die Folge noch so. Aber dann könnt ihr euch freuen, in den nächsten Folgen, nächsten zwei Folgen wird bestimmt lustig. Und sogar passend am Feiertag. Wir sehen einfach die. Wir sehen einfach zu gut für diese Videos. Oh, sorry. Jetzt wird es aber erst eine 5 Minuten. Naja, erstmal Kommentare beantworten von der heutigen Video. Jetzt bin ich mal gespannt, auch mal ein paar raus. Und ja, dann schreibt's gerne mal in die Kommentare, was wir noch so machen sollen. Und ob wir noch irgendwas machen sollen, ob wir den Gegner noch was schenken sollen oder eher abziehen. Schenken sollen, aber das ist nett von dir. Ich schenk dir, weißt du, was ich dir schenk? So ein Loser-Ticket. So, ne, jetzt ist es, Alter. Ich sag's dir. Das ist so ein Arschbohrer. Jetzt muss ich wegen dir wieder in Piepton einmachen. Alles klar. Piepton, Alter. Sorry, ich muss kurz was beseitigen hier mit dem Mülleimer. Ihm beseitigt ja gleich, aber mit was anderem. Ja, Junge, so Leute brauche ich nicht drauf, Alter. Soll. Oh! Was ist los? Red mit mir. Alles gut. Kein Problem, nix gesehen. Sag mir mal, Leute, sag mir bitte mal, was hier, was er schon wieder kaputt gemacht hat. Nix. Oh, Junge. Es hat gerade geleckt. So, dann haben wir in der Folge zwar nicht so viel geschafft, aber wir haben was Schönes vorbereitet für euch. Da seid gespannt. Vergesst nicht, am Montag 12 Uhr einzuschalten. Und jo. Nie zum Feiertag, nie zum Sonntag. Jo, und am Montag natürlich bei mir in Österreich ist auch Feiertag. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Junge. Und ja, dann sage ich schon einmal danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ein Like würde mich natürlich freuen. Und wenn ihr noch Anregungen, Wünsche habt, auch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.